Die Frauen am Brunnen sprechen heute über das Feuer, nachdem wir uns ja schon über Luft und Erde und Wasser unterhalten haben. Dann sind wir heute beim Feuer angelangt und wir sind schon etwas feurig. Was ist dein Vorhang? Ja, genau, rot, knallig. Wir fangen aber erst wie immer an, ein bisschen ein Checkout. Meistens ist es ja der Wetterbericht. Irgendwie was Besseres fällt uns nicht ein. Deswegen fange ich schon mal an. Heute früh war schön und ich habe hier zwei Freundinnen aus Deutschland da und wir waren heute früh in der Bar an den Ausgrabungen und haben einen wunderbaren Cappuccino draußen getrunken und sind dann noch durch die Ausgrabungen marschiert. Aber jetzt regnet es so ein bisschen. Also jetzt ist es ein bisschen unangenehmer. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht mehr so kalt und insofern bin ich eigentlich froh. Ich gebe weiter an die Birgitta. Die hat auch was Rotes, was Feuriges. Ihr anderen seid nicht so feurig drauf heute, kleidungstechnisch. Ah, rosa, leichtes Feuer, ja. Du bist stumm. Ja, was erzähle ich denn, wollte ich sagen. Also über den Ruach erzähle ich euch dann später, vielleicht nach dem Feuer oder vielleicht passt da mal zwischenrein. Und bei mir war heute auch wieder Muttertag und also der Mutterbetreuungstag. Und das ist schon jetzt manchmal wirklich skurril, was wir für Gespräche führen, aber wir führen Gespräche. Und ja, ich schwenke immer zwischen Salzburg und Oberösterreich. Salzburg ist inzwischen Alltag und Routine. Oberösterreich ist Ferien und Garten und ist auch viel Arbeit, aber ganz die Arbeit, auf die ich mich dann freue. Und das Feuer, das ist ja eigentlich meinem lieben Ehemann zugesprochen, dem Josef, weil der immer das Feuer im Ofen macht. Ich mache das nur, wenn er irgendwie verhindert ist. Und ich gebe weiter an die Martini. Dankeschön, Brigitta. Ich komme aus Kritzendorf bei Wien und ich freue mich, dass ich zu euch kommen kann. Und wie ihr vorher gesagt habt, dann ist mir ein Satz gekommen von einer Mystikerin oder Mystiker von Eckhart: Verbrenne in mir, was kein Feuer ist. Oh. Wow. Und jetzt schweige ich und ich gebe weiter an Erika. Ja, ich grüße euch aus Niederbayern. Ich bin heute ziemlich durch, bin erst gerade nach Hause gekommen und war mir jetzt nicht sicher, wann unser Treffen ist, aber ich hatte auch 19 Uhr aufgeschrieben. Und ja, Feuer ist für mich jetzt momentan ja gescheite Transformation. Ich bin selber in einer richtig dicken Transformation, habe ich so das Gefühl. Und von daher freue ich mich auf heute. Und vielleicht kann der Ruach hier auch noch was beitragen. Freue ich mich drauf, Birgitta, wenn du uns was erzählst. Genau, und Monja, noch dir danke für den Buchtipp, gell? Gut, dann rufe ich dich gleich auf. Ja, also ich habe heute einen Haushaltstag gehabt und ich bin also wirklich nicht mehr flammend. Ich bin einfach Matsch. Aber ich habe jetzt das Buch da von den Symbolen gefunden und den Nietzsche als erstes. Und das hat mich natürlich gleich wieder aufgebaut. Ich lese es euch vor. Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme glühe und verzehre ich mich. Licht wird alles, was ich fasse. Kohle, alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Nietzsche. Sehr schön. Monja, aber dein Mikrofon klappert. Also irgendwie müssen wir das ein bisschen besser lösen. Ich werde mal so am Kopf sitzen. Das tut auch die Freude am Gedicht etwas mindern. Ja, ich kann es nochmal lesen ohne Klappern. Ja, gut, mach das doch nochmal. Es geht so besser. Ja? Ja. Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme glühe und verzehre ich mich. Licht wird alles, was ich fasse. Kohle, alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Und da der Heilige Geist ja auch als Flammenzunge heruntergestiegen ist, also passt das sicher dann, das Ruach-Thema gut dazu, also Luft und Feuer.
Ja, ich bin weiterhin in Wien. Ich sage nicht, wie das Wetter ist, aber ich habe das Beste an und gebe weiter an die Heidi zurück. Ja, schön. Ja, dann, ich konnte mit dem, was Birgitta sagte, auch was anfangen und bin froh, dass man jetzt eben nicht mehr Feuer machen muss im Ofen. Jedenfalls seit ungefähr einer Woche heize ich nicht mehr, nicht mal mehr abends. Und als Marc noch da war, hat er immer das Feuer gemacht und das war auch sehr schön. Jetzt muss ich immer selber mit dem Schubkarren zum Holz holen und selber einheizen und machen und dann vergesse ich es immer wieder nicht. Und dann, ja, naja, gut. Aber andererseits ist es auch schön, mit dem Feuer zu spielen. Ne? Ich habe jetzt immerhin noch eine Kerze, die ich meistens jeden Abend anmache. Und das ist ja auch ein Feuer. Warum gefällt uns Feuer so, ins Feuer zu gucken? Was ist das? Was ist diese Faszination von Feuer? Und warum springen wir immer wieder rein? Die warme Farbe, die zieht den Blick an und das ist so, diese Bewegung, das ist ja wie Fernsehen. Die Kinder, die früher zu uns kamen auf Besuch, die haben sie vor den Ofen gestellt und haben ins Feuer geschaut. Die normal zu Hause einen Fernseher haben, haben dort sind lang gestanden und haben in die Flammen geschaut. Und wenn man so beim Lagerfeuer sitzt, das ist ja auch so. Du kannst ewig reinschauen und dann tust du daneben plauschen oder auch einmal nicht plauschen, aber das Feuer, das zieht den Blick sowohl von der Farbe als auch von der Art der Bewegung irgendwo. Ja, und auch vom Geräusch. Ja, genau. Knistert. Mhm. Ja, und ich glaube, früher war das ja auch so mit der erste Gemeinschaftsplatz, wo sich die Leute dann, wo das Feuer entwickelt wurde oder wo sie das erfunden hatten, dass die sich dann einfach abends, wenn es kalt wurde, ja jeden Tag auch getroffen haben und Geschichten erzählt haben und dass das so ganz, ganz, ja, was ganz Archaisches ist. Und was Lebensnotwendiges und das, was die Birgitta auch gesagt hat, man sagt ja auch, das Fernsehschauen, das hat seine Wurzeln einfach ins Feuer gucken und man wird ruhig und es ist einfach, macht sich einfach auch so eine zauberhafte Atmosphäre breit. Also wir haben oft in der Feuerschale Feuer an und es ist immer wieder total schön und kommen auch ganz viel entweder ins Singen, das kann ich nicht so gut, aber ganz viel ins Schweigen, in so ein gutes Schweigen reingucken und das im Blick ankommen lassen und still sein. Es ist für mich jedes Mal wieder ein richtiger Balsam. Ja, und Feuer ist ja auch, man kocht auf dem Feuer. Früher hat man immer auf offenem Feuer gekocht. Ist ja heute nicht mehr ganz so, aber früher war das ganz, ganz normal. Wir hatten auch Kamine, hier gibt es immer das noch. Ich habe noch viele Frauen kennengelernt, ältere, die im Kamin gekocht haben. Vielleicht im Moment jetzt nicht mehr, aber vor 20 Jahren schon. Die haben dann natürlich dann jede Menge Lungenprobleme, weil sie ja den Rauch auch immer mit einatmen. Aber ja, es ist also nicht nur zur Rekreation, sondern auch sehr, sehr praktisch, ne? Das ist alles das gezähmte Feuer. Irgendwo dieser Schritt, dass die Menschen das Feuer gezähmt haben. Ohne den ist das Feuer sehr bedrohlich, oder? Diese Kinderträume, ich weiß nicht, viele Kinder haben das. Ich habe das als Kind schon gehabt, diese Feuerträume, dass das Feuer ja, irgendwo einmal einen Brand gesehen oder einen Blitzschlag, der in einen Brand ausgeartet ist. Und dann diese Angst, dass das Feuer das Gewohnte verzehrt, das eigene Haus verzehrt, das eigene Bett verzehrt. Das ungezähmte Feuer, das hat ganz andere Qualitäten. Also mir ist als erstes eingefallen der Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte, als ein Halbgott. Und dafür von den Göttern fürchterlich bestraft wurde. Also ich weiß nicht, wie weit ich nehme an, ihr werdet es auch kennen. Also er wurde auf einen Felsen geschmiedet und ein Adler kam jeden Tag und hat seine Leber aufgefressen. Und da er ein Halbgott war, ist in der Nacht wieder nachgewachsen.
Und ja, also das Feuer war etwas Göttliches. Und ich kann also nicht ganz einordnen, wie weit, also wie wir da den Prometheus einordnen. Mir fällt jetzt da der Anthony Wilson ein, der also auch ein Buch jetzt geschrieben hat für die heutige Zeit. Prometheus, ich glaube, was das Deutsch heißt, aber Prometheus Rising. Also dass Prometheus jetzt auf der Gedankenebene wieder entsteht. Und was ist es für ein Feuer, das wir da auf der Gedankenebene jetzt versuchen zu finden eigentlich und auch weiterzugeben. Also ist der Ursprung des Feuers was Heiliges? Mhm. Ist das mit den anderen Elementen auch so deutlich? Also mir war das mit Prometheus, das wusste ich noch, dass er angenagelt wird und die Leber gefressen wird, aber dass es wegen dem Feuer war, das wusste ich nicht mehr. So, was bedeutet es, wenn man so stark bestraft wird, weil man Feuer den Menschen bringt? Was ist diese Wichtigkeit, die da dahinter steckt? Ja, vielleicht ist der Mensch dadurch göttlicher geworden. Ich weiß es auch nicht. Aber unser Schwiegersohn hat ein Buch geschrieben, Der Kampf um Deutschland, und er hat Prometheus im Anfang hineingenommen. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum es ist etwas Heiliges, das Feuer, aber warum es dann das Negative, weil das ist ja furchtbar. Ich habe es nämlich gemalt, dass der Vogel sein Leber frisst und er nicht wegkommen kann. Also verstehen tue ich es nicht. Kann einer von euch das? Und jetzt der Kampf um Deutschland, wie er das zusammenbringt. Er ist Politologe. Und also es ist noch ständig etwas sehr Negatives in Deutschland vorhanden, was die Politik betrifft. Ja, ich verstehe das Buch nicht genau. Für mich ist es sehr schwierig zu lesen, weil ich kein Politologe bin und eigentlich nicht so interessiert bin. Ich weiß es nicht. Mir fällt noch ein, jetzt, wo wir uns integral auch treffen. Auf der roten Entwicklungsebene spricht man davon, dass diese Menschen gerne Feuer sehen. Und wenn dann diese Riots sind, dann werden Autos angezündet oder sonst irgendwas angezündet. Das hat offensichtlich eine Assoziation von Macht oder eine Schaustellung von Macht, die vielleicht nicht wirklich da ist, aber was beeindruckend ist, dass man damit Macht demonstrieren kann oder zumindest vorzeigen kann. Ich lese gerade jetzt ein Buch weiter über Prometheus. Prometheus hat den Menschen nicht nur das Feuer gebracht, sondern auch die Zivilisation, also Schmiedekunst und höhere Gesittung, heißt es bei Aeschylus. Das heißt, das Feuer musste gehütet werden. Und es gab ja auch das heilige Feuer, das die Vestalinnen gehütet haben. Und dann das Herdfeuer, da war ja die Juno also dafür auch zuständig. Also, ja. Also an und für sich, glaube ich, hat das Feuer vielleicht die magischeste Qualität von allen Elementen. Also ich habe auch die Sonnenwendfeuer, wenn man da steht und es sprüht dann hinauf, also das hat schon was Archaisches an sich. Ja. Jetzt
hat auch was von übersprühender Energie an sich. Ich denke gerade an ein feuriges Pferd oder irgend sowas. Ne? Das ist irgendwas, was praktisch outburst, wie sagt man denn, explodiert von innerer Energie, die sich dann in Bewegung oder auch graziösen. Ich kann mir so ein Pferd vorstellen, wie das da so tanzt oder sich so bewegt. Ne? Ja. Und auch wenn wir bestimmte Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge, die sind auch so fantastisch. Ja, das ist auch so etwas ganz, ganz auch sehr schmerzhaft. Ich habe erfahren dürfen, dass eine Sonne in Indien aufgegangen ist. Und sobald er sich ein kleines bisschen gezeigt hat, da hast du nicht mehr draußen sehen können. So eine Hitze und so also für mich war es unglaublich. Die Menschen, die müssen damit leben können. Also ich bin hineingeflüchtet und da war es kühl, weil da war ein Ventilator. Ja, also man hat, das war ganz in der Früh, ganz zart hat er so sich gezeigt und je mehr er rausgekommen ist, also enorm. Das bedeutet, dass Feuer eine Anregung sein kann, aber auch eine Gefahr. Ne? Das weiß man ja von Buschfeuern oder sowas, aber auch da, wenn es zu heiß wird, dann ist es zerstörerisch. Ja, aber es ist immer auch Leben, auch Spenden, Leben spenden. Man sagt ja auch, dass bestimmte manchmal ganz gut ist, diese Unterholzbrände, weil dann wieder aufgeräumt wird und Neues herauskommt. Aber Erika, du wolltest was sagen. Ja, ich hatte auch ein ganz tiefgreifendes Erlebnis mit Feuer während meiner Visionssuche-Ausbildung. Und zwar bekamen wir eine Naturaufgabe, und zwar mit Holzstöckchen zum Feuer machen, vor Sonnenuntergang rauszugehen und eine Kuhle zu graben und da ein Feuer zu entzünden und die Glut dann mit Erde zu bedecken und sich dann draufzusetzen. Und das Thema war, wofür brenne ich? Und dann auf den Sonnenaufgang zu warten. Und so diese Kombination von unten und warm und dass der Körper dann so erfüllt wurde und dann auch diese Aufgabe. Also da denke ich oft dran, das war was ganz, ganz Eindrückliches. Also richtig war was so der Körper und der Geist, also wo alles so zusammengespielt hat. Und das war für mich ein sehr, sehr tiefgreifendes Erlebnis. Ich finde die Frage sehr schön, wofür brenne ich? Dieses finde ich sehr schön, danke. Ich habe auch noch ist aufgetaucht, dass das Feuer, also Gott hat ja meistens, der brennende Dornbusch hat sich in Feuer gezeigt. Also, und der Heilige, wie ich schon vorher gesagt habe, ist ja beim Vorgespräch, der Heilige Geist kam ja auch in Form von Feuerzungen auf die Jünger, auf die Apostel hernieder zu Pfingsten. Was mich natürlich ganz unauffällig jetzt zu Ruach überleiten lässt. Kinder. Ich glaube, da bist du also die Kompetenteste zu Feuer und Luft. Was entstumme dich? Mir ist jetzt zum Thema Feuer noch eingefallen, der Ezechiel, einer von den Propheten, dem war das Prophetendasein so wie eine glühende Kohle unter der Zunge oder im Mund. Also so hat der das erlebt. Ja? So dieses innere Brennen. Und einerseits die Qual, dieses Brennen für etwas und andererseits auch dieses, das muss irgendwie raus. Ja? Das ist ein ganz ein wildes Bild. Aber der Ruach hat ja nur beschränkt mit dem Feuer zu tun, weil aber er ist der das Feuer anfacht. Ohne Ruach kein Feuer.
Also der Ruach, das ist im Hebräischen, ist der Ruach, der Wind und der Geist, sowohl beides. Und der Ruach ist eigentlich die Ruach. Ich weiß nicht, wollt ihr das jetzt? Wir sind ja eigentlich beim Feuer. Trotzdem einmal über den Ruach wieder zum Feuer zurück. Das ist ein ganz interessantes Wortfeld, dieses Ruach, weil einerseits ist es eine Wettererscheinung. Und in der Bibel sind die Wettererscheinungen tendenziell eher die männlichen, also wo der Ruach männlich dargestellt ist. Während wenn es um menschliche Dinge geht, um theologische, um geistige Dinge, dann ist es sehr oft weiblich. Oder wenn es um Nähren und Brüten und so weiter geht. In der Genesis 1, da ist ja der Ruach Elohim, Arachefet al Pnei Hamaim. Das ist ein weiblicher Ruach, der über den Wassern brütet oder schwebt. Und da diese Brodeln, aus dem brodelnden Wasser an der Oberfläche irgendwie ganz eine eigene Qualität dazu bringt. Also primär, also das Hauptvorkommen ist anscheinend weiblich. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber das habe ich so gelesen. Und ich kenne es beides. Und im modernen Hebräisch ist der Ruach jetzt auch weiblich. Also die Assoziationen sind interessant. Also zum männlichen Ruach wird assoziiert mit Kraft und Macht und Gefahr und mit Herrschen, mit Achtung, aber auch mit dieser verwundenden Qualität. Also wenn ich jetzt das so anschaue, dann denke ich mir, der entfachende Ruach, der das Feuer entfacht, dass es richtig mit Macht brennt, das ist eher der männliche Ruach, wenn ich da eine Verbindung herstelle jetzt im Augenblick. Während der weibliche Ruach ist ja mehr gärend, ist der umfassende, der nährende, der gelinde, der lastentragende, der auch dient. Und also da werden die alten Rollenbilder werden auch dahin getragen, was nicht immer so gut ist, ja, aber auch. Aber toll ist, dass der Ruach eben, es gibt dann viele Verbindungen mit dem Ruach, also viele Wortverbindungen. Und das kann, der Ruach kann in dem Sinn ganz ein feiner Hauch sein, ganz zart, ganz fein, ein Lüftchen und bis zum ärgsten Sturm. Das ist alles Ruach. Also das ist ganz, genau, eigentlich wie beim Feuer, das hat schon Parallele. Es gibt die kleinsten Flämmchen oder die Flämmchen, die wie das Pfingsterscheinung, plötzlich brenne ich für was oder plötzlich brennt etwas in mir. Und das verzehrt mich ja nicht, das gibt Energie. Und genauso kann der Ruach oder die Ruach sein. Und ja, vielleicht mache ich euch einfach ein paar Wortverbindungen. Es gibt ganz endlos viele. Ich habe die jetzt nicht alle rausgeschrieben, ja, aber wichtig ist zum Beispiel der Ruach Haim, der Lebensgeist. Das ist der ist zentral, der Lebensatem, das ist die Vitalität, die Energie im Menschen oder auch in der auch von Gott kommt. Lustig, im zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott dem Menschen den Atem einbläst, das ist nicht der Ruach, da kommt der Ruach nicht. Also das habe ich nachgeschaut, das ist ein anderes Wort. Es gibt dann die Neshama, es gibt verschiedene Worte für Seele. Und der Ruach tendiert auch über das griechische Pneuma, tendiert er auch Richtung Seele dann. Aber es gibt im Hebräischen mindestens drei Wörter für Seele, die alle eine Verbindung haben mit Hauch und Atem in verschiedener Weise, sind verschiedene Wortwurzeln, aber die auch ihre verschiedenen Qualitäten haben. Also der Ruach ist mehr das, was wirklich weit weht und überall hinkommt und so eben luftig ist, während es gibt die Neshama, das ist mehr die, ist eine Form von Atmen, und es gibt das Lenafesh, die Nefesh, das ist eine andere Form von Atemseele. Also die Seelenqualitäten haben alle mit Atem zu tun, sind aber alle ein bisschen unterschiedlich konnotiert. Was ist wunderschön ist, ist der Erech Ruach, der langmütige Geist. Als Unterschied vielleicht, warte mal,
Es ist so, der Ruach, der zuerst vielleicht eher eben Wettererscheinung und Wind gebunden war und dieses Bild eigentlich ins Menscheninnere transportiert hat, der wird dann über die griechische Kultur, wird er noch viel häufiger im Hebräischen. Also wie dann der hellenistische Einfluss ins Hebräische kommt mit dem Pneuma und so weiter, dann wird auch das Wort Ruach häufiger verwendet. Der Ruach kann auch der Sitz der Empfindungen sein, so wie das lateinische Animus ein bisschen. Da wäre ja eben dann der Erech Ruach, der Langmütige, der Ruach Ra'a, der böse Geist, der Ruach Chochmah, der Geist der Einsicht, der Weisheit. Dann natürlich der Ruach Elohim, Ruach Adonai, also Ruach Yahweh wäre das Wort, was man nicht aussprechen soll oder was man schon aussprechen kann, aber was in der jüdischen Religion nicht ausgesprochen wird, der Gottesname. Und der Ruach HaKodesh, den gibt es wohl im Jüdischen, der entspricht aber von der Auffassung her nicht dem Heiligen Geist im Christlichen so sehr. Der Heilige Geist im Christlichen, also zumindest im Katholischen ist es ja diese Dreieinigkeit, wo der Heilige Geist einen Teil einnimmt von diesen dreien und sozusagen eine Person ist Gottes. Das trägt das Hebräische überhaupt nicht. Also der ist einfach mit Gott verbunden und Gott die energetische Komponente, die weibliche Komponente zeitweise von Gott. Aber er ist, also dieses Heilige Geist. Mir fällt jetzt nur gerade zwischendrin ein, natürlich diese, habe ich euch eh schon mal gezeigt, ich weiß nicht, ob da alle dabei waren, es gibt in Urschalling in der Nähe von Prien am Chiemsee diese wunderbare Dreifaltigkeitsdarstellung, wo dann der Heilige Geist weiblich ist. Da ist wieder ein wunderschönes Bild, ich habe es jetzt nicht da, aber kann ich euch anders mal wieder zeigen, weil es auch lustig, also humorvoll gemalt ist, ja. Und im Modernen gibt es dann auch noch, jetzt muss ich schauen, was habe ich denn noch alles aufgeschrieben, oh Gott. Ja, eigentlich gehört es ja zum Wind dazu, zur letzten Sitzung, nicht? Eben, es hätte eigentlich zum letzten Mal gehört. Zum letzten Mal hätte es richtig dazu gehört. Kriegt man irgendwie die Verbindung wieder hin zum Feuer? Machen wir irgendwie einen Spruch? Machen wir dann schon wieder, ja. Ich sage euch nur kurz ein bisschen was. Also im Modernen gibt es dann auch noch die Geister der Toten, die Ruach Rephaim. Und was natürlich, was in unseren Sprachbreiten auch noch vielleicht interessant ist, ist, dass der Ruach, der ja auch das Feuer ausbreitet, ja, der hat ja diese Verbindung zur Weite. Es gibt eine Wortwurzel, die ganz ähnlich ist der Ruachwurzel und das ist die Wurzel für Weite, Revach. Weite, Spielraum, Erleichterung, Aufatmen. Und im Jiddischen ist aber Revach dann auch der Ertrag, der Erlös, das Geld, was man bekommt, der Gewinn. Und Jiddisch heißt es dann der Reibach. Und es gibt auch im eher antisemitischen Deutsch das Ruchen, wo man sozusagen die materielle Seite des Reichtum akquirierens oder versuchen, Reichtum zu akquirieren, irgendwo karikiert hat, was ja nicht so wirklich menschenfreundlich ist, aber gibt es halt auch diese Sache. Aber ich würde sagen, den Ruach gehört auf jeden Fall zum Wind und zur Luft in dem Fall und zum Atem. Und jetzt versuche ich den Atem im Feuer zusammenzubringen, dann fällt mir der Drache ein mit dem Feueratem. Dann sind wir wieder beim Feuer. Und auch das Feuer des Zorns. Gott hat ja auch nicht nur den Heiligen Geist, sondern er hat auch das Feuer des Zorns. Ihm brennt die Nase, wenn er zornig ist. Und er, sie sind verwandt. Irgendwie die Luft und das Feuer haben irgendwie viel eine nähere Verwandtschaft als wie die Erde oder das Wasser. Ja. Die sind viel verwandter und brauchen sich irgendwie gegenseitig. Auch die Wärme des Feuers wird ja über die Luft transportiert irgendwo. Im Wasser natürlich auch, ja, aber anders. Ich denke gerade an den feuerspeienden Drachen.
Ja, genau. Bleiben wir beim Feuerspeien dran. Aus, das ist ja mit dem Ausatmen kommt da das Feuer raus. Oder bei den wie sagt man, Schaustellern, nicht? Die Feuer schlucken und die tun das ja dann auch mit dem Atem raus. Ne? Ja. Vielleicht ist es dem Ezechiel oder diesem Propheten auch manchmal gelungen, dann aus seiner glühenden Kohle einen Feueratem rauszublasen. Aber danke jedenfalls, dass es auch die Ruach heißt. Also das habe ich bis jetzt nicht so gewusst. Ja. Ich wollte eigentlich mehr über die Ruach, ich bin selber gewöhnt, der Ruach zu sagen, was aber eigentlich falsch ist. Ja. Im modernen Hebräisch ist überhaupt die Ruach und auch in der Bibel sehr viel die Ruach. Also Gott, beibehalten, ja. Ja, an der prominenten Position der Genesis 1, da ist es die Ruach und das ist ganz ein wichtiger Platz. Ja, also ich habe, für mich ist da eigentlich die Verbindung ziemlich deutlich immer gewesen, weil ich eben diese Feuerzungen, das war Geist für mich, also der da heruntergeströmt ist. Also das war für mich die ganz logische Verbindung. Das heißt, um gehört zu werden, muss man brennen. Mir fällt gerade auch noch ein mit Feuerschrift. Das ist doch auch irgendwo in der Bibel, oder nicht? Ich bin ja nicht so bibelfest, dass mir Feuerschrift was übertragen wurde. Ja, aber das war nicht die Bibel, glaube ich. Das war Belsatzar. Belsatzar, ja. Okay. Mhm. Danke für die Allgemeinbildungshinweise. Du bist dumm, Birgitta. In der Bibel ist es eher so, da gibt es dieses Wort Lechakek, das ist eingravieren. Und früher hat man ja die Schrift in den Ton eingraviert. Und dann beim Jeremias, Jesajas, irgendwo wird dann die Ethik, die Moral in die Herzen der Menschen eingraviert. Also das ist ein ganz wildes Bild, irgendwie in dieses lebendige, kann man sagen, brennende Herz oder dieses lebendige Herz wird etwas eingraviert. Das ist ein ganz heftiges Bild irgendwo. Das brennende Herz Jesu ist doch auch ein brennendes Herz. Ne? Das hat auch oben die Flammen. Ja, ja. Und in der modernen Zeit, wir haben, als es noch CDs gab, haben wir gesagt, wir brennen eine CD. Eingravieren, nicht einbrennen. Den Pferden tut man ja, oder auch den Schafen oder so. Früher hat man, statt den so einen Ohrclips ranzumachen, hat man da die Nummer eingebrannt. Oder vielleicht auch manchen Menschen zu gewissen Gelegenheiten, nicht? Also. Da sind wir dann auch schnell bei der Hexenverbrennung oder bei der Verbrennung von den ganz vielen Frauen und Heilerinnen in den letzten Jahrhunderten. Und das ist dann wieder so die Kehrseite, ja, also da wo wir, ja, was sehr berührend auch ist und einfach eine ganz schwarze, ganzer schwarzer Teil unserer Geschichte und die ganze Inquisition und also das hat ja auch so viel mit Brennen und Feuer zu tun und das ist ja auch sehr herausfordernd, sich dem da so zu stellen dann und ja, da so hinzudenken. Habe ich so etliche Romane schon gelesen, die mich sehr aufgewühlt haben. Die dauerhafte Vernichtung. Ne? Oder statt Bücherverbrennung verbrennt man gleich, wenn das, es wurde ja früher weitergegeben, ich bin ja nochmal am Hören von dem Immortality Key und da geht es ja gerade darum, dass die Frauen früher die wesentlichen Führerinnen waren, sowohl in den heidnischen spirituellen Kreisen als auch in den frühchristlichen Kreisen. Und dass die ihr Wissen, und die waren eben Kräuterhexen, ne? Die wussten, wie man mit Medizinalkräutern und so weiter, mit Pharmakon umgeht. Und das wurde halt mit mündlicher Übertragung wurde nicht geschrieben. Und wenn man nur die jeweilige Hexe verbrennt, dann hat sie ja immer noch eine Tochter. Und deswegen haben sie dann so ganz furchtbar die Mütter mit ihren Töchtern verbrannt, sodass das ganze Wissen ausgebrannt ist, ausgemerzt aus der
aus dem Wissens, aus dem Wissens, ja, wie soll ich sagen, Reservoir. Ne? Und das größtenteils wissen wir es heute überhaupt nicht, was die früher wussten. Ne? Das ist ein ganz arger Kontrapunkt zu dem, wie die Ammonia gesagt hat, die Feuerzungen, die irgendwie Geist bringen und Leben und dann die Nützen der Zerstörungskraft des Feuers, um den Geist in den Frauen mitsamt der Frau gleich zu verbrennen oder die Bücher oder sonst was. Aber also so ein extremer Kontrapunkt ist das. Ich möchte noch etwas sagen zum Einbrennen. Wie du gesagt hast, früher hat man in den Stein hinein graviert und jetzt tun wir in die Haut hineinbrennen, die Tätowierungen. Also das ist vielleicht auch, hat das mit, was du gesagt hast, von anstatt es in der Wand einzugravieren, in dem Herzen von Jesu und, oder von allen Menschen. Und dass man das heute tätowiert. Also das Einbrennen, was denen lieb ist, auf ihrer Haut. Und dass sie das dann als etwas Lebendiges mit sich herumtragen, was sie repräsentieren wollen. Verstehen tue ich es nicht, aber hat auch etwas mit Brennen zu tun. Mir ist jetzt noch eingefallen, der Film Oskar Werner, glaube ich, Fahrenheit 451, also die Temperatur, bei der Papier verbrennt, von dem Feuerwehrmann, der da, ich glaube, dann irgendwelche Bücher rettet davor, dass sie verbrannt werden. Und Wissensverbrennung, ja, das war immer schon sehr populär. Oder die, ich habe gerade gehört, die Bibliothek in Alexandria, die ja ganz viel von dem antiken Wissen vernichtet hat, was wir jetzt gerne ja hätten, nicht? Also Feuer als Instrument, nicht nur um was Gutes, um eine Nahrung zu kreieren, sondern auch um das, was eigentlich Nahrung wäre, total zu zerstören. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, habe ich jetzt kürzlich auch gelesen, dass es wahnsinnig viele, also jetzt auch durch Corona und durch diese Überbelastung, wahnsinnig viele ausgebrannte Frauen gibt. Also richtig, also so das Wort so ausgebrannt, so im wahrsten Sinne des Wortes, und dass das vor allem auch Frauen betrifft, weil die einfach mit Kindern und Homeschooling und also überhaupt sehr, sehr belastet sind, und da trifft es einfach das Wort ausgebrannt auch so passend. Ja, das ist, Feuer ist in vergangen sozusagen, sie haben kein Feuer mehr zur Verfügung, keine Lebenskraft, ja, das ist... Ich finde überhaupt, Corona ist so richtig fast der Gegenteil zum Feuer. Das dämpft alles weg, es stört irgendwie immer so, und es macht zwar Ruhephasen, das ist schön, aber mir kommt vor, das hat so es löscht die Feuer irgendwo. Also es, gerade so wie wir jetzt am Anfang da gesessen sind, alle so müde reingeschaut. Das war dann so seltsam, dass wir jetzt über das Feuer reden. Und da ist mir das auch gekommen mit dem Corona. Das ist so ein Gegenteil von Feuerstimmung. Und eben das Ausgebrannt, was du sagst, Erika, das löst es aus. Ja? Aber es verzehrt irgendwie. Also ich habe sofort assoziiert die Scheiterhaufen in Indien, wo sie jetzt die Toten verbrennen. Ich hätte mit Corona gedacht, das ist ja eine Krone, nicht? Und das ist dann halt vielleicht nicht eine goldene Krone, sondern eine schwarze Krone, eine, die drückt, ja, die das Feuer auslöscht. Als Bild sehe ich das als schwarze Krone. Ist es jetzt
Immerhin kommt Corona von außen. Und dieses Brennen, was der Geist bringt, kommt von innen. Und das ist zu bedenken, dass wir von innen brennen. Das ist eine feine Sache, ja. Das, dieses brennende Herz zu haben. Und ich glaube, auch durch das Corona werden ja auch viele unserer üblichen Gebräuche, also da in Österreich, was die Vereine so machen und alles, das ist ja alles komplett gestört worden. Und diese normale österreichische Kultur ist total weggestört worden. Und mir kommt vor, es wird auch vieles zerstört, um gleichzeitig aber auch wieder Platz zu machen für ein wirkliches Brennen. Also dass ich nicht aus Konvention jetzt in die Kirche gehe oder dass ich nicht aus Konvention zur Feuerwehr oder zum Gesangsverein gehe, sondern dass ich wirklich für was mich mit Lebendigkeit, mit innerem Feuer einsetzen kann. Aber da braucht es eben schon so etwas Ähnliches wie das Pfingstfeuer, von was die Monja erwähnt hat. Oder einfach, ich denke mir sehr oft, es braucht auch so diese innere Qualität, neue Bilder zu entwickeln für das, was leben will. Weil in der Kirche, da wurden diese alten Bilder ja endlos zelebriert, weil dann als Dogmen und dann wird es noch festgelegt und dann musst du es glauben. Und inzwischen, es gibt so viele Bilder, mit denen man arbeiten kann und die einen bewegen. Und die aber jetzt wieder neu zu beleben und zu sehen, welche von den Bildern haben jetzt wirklich Kraft und geben eben Feuer oder haben Leben drinnen. Und mit denen auch zu arbeiten, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung nach Corona. Oder auch den Mut zu haben. Ich glaube, Feuer ist ja auch Mut. Den Mut zu haben, irgendwie kreativ mit den Bildern umzugehen. Schon einerseits, ich weiß nicht, wie dein Buch geschrieben ist, Monja, das interessiert mich jetzt sehr, weil so Symbole, die sind ja festgelegt durch die Kulturen, die sie benutzt haben. Und einerseits sind wir in einem Kulturwandel, da brauche ich wieder neue Symbole oder neue Art der Symbole oder neue Art Bilder zu oder Metaphern zu nutzen. Und andererseits auch die Rückgriffe auf das, was so wertvoll ist an alten Symbolen, beides irgendwie. Das ist die Chance der Gegenwart. Es gibt ja auch das Wort Feuerprobe. Also, dass man da durch ein Feuer hindurchgehen muss bei einer Feuerprobe. Und ich meine jetzt nicht, dass, wo man übers Feuer geht und wenn man da besonders konzentriert ist, dann verbrennt man sich nicht. Aber sonst, also, es ist keine Wasser. Oh ja, doch, Zauberflöte. Wasser- und Feuerprobe in der Zauberflöte. Ja. Durchs Feuer gehen, das ist ja wie eine Initiation, ne? Das ist schon Ritual, das mehr durch Feuer als mit Luft assoziiert wird. Luft ist eher eine Praxis, nicht des alltäglichen Lebens oder so. Während Feuer ist mehr Initiierung. Und sowohl das Einbrennen, nicht? Es gibt ja auch Initiierung, wo sich die Menschen verletzen und sowas. Und also was mich im heutigen Gespräch besonders fasziniert, ist, dass eigentlich sich das Positive und das Negativ Empfundene vom Feuer sehr, also weitaus mehr als bei Erde oder Wasser, sich die Waage halten. Also da, also die Angst vorm Feuer ist schon beträchtlich, glaube ich. Da denke ich ans Wetter, der Blitz ist ja auch oft mit Feuer. Erika? Also, ich wollte gerade sagen, dazu passen ja auch die Brandrodungen im Grunde genommen. Wenn das niedergebrannt wird, dann ist der Boden auch extrem fruchtbar durch die Asche und durch diese ganzen Stoffe, die da freigesetzt sind. Es ist auch einfach wieder beides so ganz ambivalent. Ja.
Und auch der Umgang mit den feurigen Gemütsqualitäten. Wie gehe ich so um, dass das Feuer richtig brennt und trotzdem noch nicht zerstört? Das ist eine sehr, sehr große Gratwanderung, beziehungsweise auch eine Spannung. Immer in diesem Feurigen ist so eine Spannung drin, kommt mir vor. Ich wollte noch zu dem feuerspäbenden Drache sagen, das heißt im Märchen, der soll getötet werden, der feuerspäbende Drache. Ja, und wie können wir das verwenden, dieses Symbol? Ja, um die Jungfrau zu retten, nicht? Muss doch der Drachen getötet werden. Eher den Schatz, den er hütet. Die Jungfrau, die war so die Draufgabe. Ja. Aber ich kann euch dann wirklich zwei köstliche Bücher empfehlen dazu. Also es handelt von einem Drachen, der größte Drache ist unter all seinen Geschwistern, ganz anders, aber er kann nicht Feuer speien. Also er ist nicht fähig, Feuer zu speien. Und er ist faul und eher durch Zufall rettet er dann eine Prinzessin und die Prinzessin bringt ihn dann auf Vordermann. Also es ist so köstlich, ich habe es mir jetzt leider hergeborgt, aber ich glaube, es heißt Call Me Dragon, das eine, und das zweite I Am Dragon. Es kommt jetzt noch ein drittes Buch, es ist ganz neu geschrieben, aber ich habe schon lange nicht so herzlich gelacht, auch über die Interspecies-Kommunikation. Weil dieses kleine zerbrechliche Menschlein und der riesige Drache und sie wickelt ihn so um den Finger. Es ist also wirklich köstlich. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das Deutsch gibt, aber ich hoffe. Also Call Me Dragon ist das erste und der zweite Band ist I Am Dragon. Und dann lernt er nämlich Feuerspeien. Also, er hat doch ein missliches Geschick, aber er lernt dann Feuer. Und durch Mut, weil er sich hier einsetzt, ja. Also das ist wirklich eines der köstlichsten Bücher, das ich in letzter Zeit gelesen habe, als Eskapismus natürlich, damit ich nicht an die sonstige Situation denken muss. Aber da ist so viel Humor drinnen, es ist also wirklich sehr, sehr lustig. Kann ich empfehlen. Ja, soweit zum Drachen, zum Feuerspeien. Ja, im Christentum geht es ja viel um das Bändigen des Drachen. Da ist ja der Georg, der dann den Drachen bändigt. Da geht es auch um dieses Bändigen der feurigen Gemütsqualitäten. Das kann ich jetzt sehr, sehr freundlich sehen und kann das sehr restriktiv sehen. Aber es geht auch um das, wie viel Feuer verträgt eine Situation oder wie viel Feuer braucht eine Situation. Sehr freundlich, wenn du vom Bändigen sprichst. Ich habe nur das Bild, dass er ihn ersticht, dass er ihn umbringt. Das heißt, dass er diese tierische Qualität, diese feurige Qualität umbringt. Und selber ist der heilige Georg ja ganz in Rüstung. Also, ja, also da habe ich schon meine Bedenken jetzt, ob das wirklich so ein positives Bild ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich finde es eh nicht so. Es ist ein sehr ambivalentes Bild. Weil eben mit dem Umbringen oder mit dem Speer da, ja. Ja, und selbst ist er total gepanzert sein, ne? Ja. Also ich habe schon manche dieser Bilder jetzt sehr hinterfragt. Aber das ist, glaube ich, nur in der Natur der Sache, dass man sie irgendwann einmal hinterfragen muss. Und habe nichts davon bereut, was ich hinterfragt habe. Was kam denn dabei raus bei deiner Hinterfragung? Ja, wie ich eben sage, also schaut um einen Drachen. ein gepanzerter Mensch, Mann oder Frau, und ein lebendiges Tier, das ja wirklich und noch dazu Feuer speien kann, das ist erstens mal kein gutes Gleichgewicht. Und es gibt ja auch schon andere Versionen davon, wo die Prinzessin sich also weigert, den Drachen zu verlassen und so weiter. Also das
sie schätzt die Drachenqualität wahrscheinlich mehr als den gepanzerten Ritter. Also das, glaube ich, wird allmählich auch bekannter. Ja. Ich überlege gerade an unserem Haus, was wir jetzt nicht mehr haben, aber da war vorne drauf ein Bild, das war ursprünglich der Florian. Der Florian löscht mit so einem Gefäß aus Holz, löscht er das Feuer und ist der Patron der Feuerwehr und so weiter und hat in der anderen Hand eine Lanze, glaube ich. Und, oder irgendwas hat er, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und dann hat der nächste Maler hat auf demselben Bild aus dem Florian einen Michael fabriziert, also einen Engel, der ja die Georgs, der nicht der gepanzerte Georg ist, der den Drachen ersticht, sondern jedenfalls der Michael auf unserem, also auf unserem Haus hat in der einen Hand die Seelenwaage gehabt und mit den anderen den Fuß, rundherum war das Feuer, was eh vom Florian zuerst schon da war. Und in dem Feuer war so ein Kaugummi-Drache, auf den er seinen Fuß gestellt hat. Das war voll das witzige Bild. Ja. Aber der Michael hat eine andere Drachenqualität. Also der hat nicht das Gepanzerte, wo ich nur umbringen tue, sondern der hat die Seelenwaage dabei und aber auch die, der hat mehr das Bändigen. Der Georg hat mehr das Töten aus der gepanzerten Position und der Michael hat für mich eher das... ja, die Seelenwaage kann man interpretieren, wie man will, aber der Michael ist ja ein Erzengel. Also der hat das ist ja mit dem Flammenschwert, ne? Genau, der hat ja selber das Flammenschwert. Flammenschwert, ja. Ja, genau. Da haben wir wieder das Feuer, ja. Und hat er nicht auch Flügel? Eben, genau, ja. Also der ist geflügelt, der hat die Geistqualität mit drin, das ist so, der erlöst ein bisschen den Georg aus seiner Panzerung, der den Drachen nur rein umbringt, oder? In einem anderen Kontext geht es ja eigentlich auch so mehr oder weniger um die inneren Drachen, die man bekämpft und die man besiegen soll oder die man tötet, um dann den Schatz einfach zu gewinnen und dass man an den nur rankommt, wenn man quasi an seine inneren Drachen auch rangeht. Jetzt sind wir wieder bei der Schattenarbeit. Ja, Schatten. Fällt mir dazu ein, im Feuer der Liebe verbrennen. Ja, kleines Schlusswort zu den Elementen und vor allen Dingen zum Feuer. Es sei denn, es ist noch irgendwie was ganz Wichtiges, was auftaucht. Birgitta, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte noch die Sonne erwähnen, die ein reiner Feuerball ist und die den Sog hat für alles Lebendige, dass man sie dorthin wendet und dort in Verbindung mit den anderen Elementen das Wachstum und die Wärme bringt. Und also die Sonne, die kann man da nicht auslassen. Ja, man fällt mir sofort ein, die Vulkane. Ich bin ja mal auf den Stromboli hochgelaufen und wenn man da in diese Hexenküche hineinguckt, wie es da drin rumschwabbelt und dann was rauskommt, das ist Wahnsinn. Das ist so eine Kraft. Das Leben, was in der Erde drinnen verborgen ist, gell? Ja. Dieses feurige Leben, was da innen drin ist und wir sind auf der Kruste und ja, ich möchte dann als Checkout die Kerze noch erwähnen. Also das gebändigte Feuer, das wir entzünden. Und das ist doch also die Kerzenflamme ist ja sicher eines der meditativ beruhigendsten Feuer, die ich kenne. Ja. Ja, achso, jetzt bin ich nicht aufgerufen, Monja. Ich wollte dich jetzt reinpreschen. Da ist mir nämlich gleich eingefallen, eine meiner besten Entscheidungen war, mit dem Rauchen aufzuhören. Also das fällt mir jetzt gerade auch nochmal zum Feuer ein. Das ist so. Und mir fällt zu der Kerze ein, das ist ein gebändigtes Feuer, aber wehe, wenn du sie vergisst.
dann kann das ganze Haus abbrennen. Dazu genügt aber auch eine Zigarette. Also, ja, Feuer ist, muss unter Beobachtung gehalten werden. Das ist es nämlich. Also wirklich immer wachsam sein, wenn Feuer da ist. Innen wie außen. Ja. Und es ist die Spannung, die sich entlädt im Blitz. Die extreme Spannung, die Energie, die da ist und irgendwo auf Entladung sich so lange aufbaut, bis zur Entladung kommt. Das möchte ich nicht als Checkout. Als Checkout ist mal lieber das Feuer der Liebe. Tini, magst du noch ein Last Word sagen? Eigentlich weiß ich nichts. Vielleicht habe ich keinen brennenden Moment, obwohl ich es sehr schön gefunden habe, was wir ausgetauscht haben. Ich denke, das ist auch ein Feuer, dass wir zum Bildschirm gekommen sind und miteinander geplaudert haben. Das ist ein bestimmtes Feuer, was wir in uns gespürt haben, so wie wir eine brennende Kerze sehen oder wenn der Ofen warm ist und dass man mit dem Rücken daran sich setzt, dass man wieder warm geworden ist. So bin ich ja eigentlich sehr dankbar und zufrieden für diese Runde. Das ist ja, danke. Ich habe auch das Gefühl, wir gucken nicht mehr so drein wie am Anfang. Jetzt bin ich wieder feuriger. Ja, super, dann danke. Damit haben wir so die vier Elemente abgeschlossen. Erika? Du ja, ich wollte auch Danke sagen. Wunderbar. Ja, dann erstmal für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Thema. Haben wir schon ein Thema?